Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreihe. Schön, dass ihr am Start seid. Endlich habe ich mich dazu überwunden, mal eine Videoreihe zu starten über das Game Planet Zoo. Seit längerem habe ich es in der Bibliothek und auch schon gedownloadet auf Steam. Und jetzt endlich dachte ich, okay, jetzt starte ich mal durch. Ich selber habe noch nicht reingeschaut und das Game auch noch nicht gespielt. Ich habe jetzt nur mal kurz die Tonlautstärke angepasst und denke, das passt so vielleicht, wie es ist. Meine Tochter hat schon mal reingeschaut. Sie war sehr begeistert von dem Game. Ja, was gibt's zu sagen? Wir werden mal schauen, was unter dem Reiter Karriere dort zu finden ist, wenn ich das schon sehe. Das werden wir sicherlich die Karriere starten. Vielleicht mal hin und wieder eine Herausforderung. Keine Ahnung, ob man das machen kann. Werden wir uns dann anschauen. Nur so ganz kurz für euch zur Info. Wir haben folgende Packs und oder DLCs habe ich mir dazu gekauft und mit gedownloadet. Und zwar ist das Game an sich, die Deluxe Edition. Dann als DLC das Aquatic Pack. Dann haben wir einmal das Antarktis Pack. Dann das Australia Pack. Das Süd- und Nordamerika-Pack, das Südasien-Pack und wir haben das Afrika-Pack involviert. So, dass wir bis zum jetzigen Standpunkt alles, was es an Packs gibt, installiert haben. Sollte ich eins vergessen haben, dann tut mich bitte darauf hinweisen und dann werde ich das mit dazu nehmen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten hier durch mit der Karriere. Was haben wir denn da? Mensch, ach, hat sie schon gemacht, okay. Ne, wir machen Heimschule im Anwesen. Genau, das machen wir. Heimschule im Anwesen. Das ist gut wie ein Haus. Gutwin-Haus wurde renoviert und umbenannt, nachdem es von Bernd Gutwin in den 80ern gekauft wurde. Seitdem ist es einer der besten Zoos des Landes geworden. Vor kurzem wurde es erneut renoviert, um viele der Gehege und Vivarien auf den neuesten Stand zu bringen. Aufgrund gewisser Probleme sind die Arbeiten nicht abgeschlossen worden und jetzt kommst du ins Spiel. Gut, dann machen wir das. Wir starten das natürlich neu. Schwierigkeitsgrad Mittel, das lassen wir so. Dann schauen wir mal rein. Bin selber gespannt, also es sieht optisch auf den Videos und Trailern immer sehr, sehr geil aus. Und ich dachte, das ist einfach mal eine schöne Videoreihe, auch für die kleinen Fans. Muss nicht immer Landwirtschaftssimulator sein oder Autorennen. Kann auch mal was Schönes, Bequemes sein, so wie jetzt hier Planet Zoo. Indem man einfach auch mal was für die Kinder zum Vorführen hat und auch mal sich mal in der Familie hinsetzen kann und sich die Videos entsprechend anschaut, würde mich natürlich freuen. Ah, hi, Akematu. Oh, tut mir leid, ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard, aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen.
Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Sieht schon mal sehr nice aus. Dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Gut. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Schauen wir mal. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier, wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Aktiviere die Tierkamera. Okay. Aha. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Komme ich jetzt hier raus? Leute? Okay, so. Ja, ist ein bisschen Gewohnheitssache, wenn ich das hier mitbekomme mit der Steuerung. Ah, da sollen wir hin. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst.
Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert, wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen: Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Gut gemacht! Du bist ein Naturtalent! Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Ah, so mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben.
Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Haben wir nicht mal einen fertigen Zaun und sollen jetzt schon? Na gut. Gehegeeingang hinzufügen. Bei Barrieren. Ach so, okay. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Ziegelmauer. Okay. Gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein. Das ist doch klar. Bevor du darin Tiere platzieren kannst. Aber niemand was. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Glas. Mach mal überall Glas hin, Leute. Hier, so ist es natürlich schön. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas klar. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Sehr schön. Spendenbüchse. Mach mal hier so direkt. Kann ich die auch drehen? Nee. Eigentlich nicht. Sag mal hier daneben. Hier so war? Oder hier auf dem Weg? Weiß ich halt auch nicht. Kommt man hier von allen Seiten ran? Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Dann geht's weiter. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei, höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Gut, vier Strauß. Ach so, Tierhandel wieder. Wir wollen wieder ausgewählt, okay. Dann nehmen wir alle vier. Leute, wie war das? Aufnehmen, an Zoo senden. Aufnehmen, Zoo senden.
Und hier ebenfalls aufnehmen und anzuwenden. Wenn sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Das habe ich schon mir bald gedacht. Seht ihr? Sehr schön. Also Futter und eine Wasserstelle. Da sind sie auf jeden Fall schon mal. Der erste zumindest. Sehr elegant, ne? Also eine Futter- und eine Wasserstelle. Wie war denn das? Gehege. Genau, eine Futter. Und ein Futterspender. So, machen wir auch noch mit rein. Hätte aber gern noch mehr Glas gemacht hier. Geht nie. Geht leider nicht. Barrieren. Nichts auszuwählen. Gut, okay. Na dann. Kommt jetzt immer noch mal Gehege. Der Futterschüssel, Futterschüssel und der Wasserdruck. Sehr schön. Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen? Na, warum haben wir nur Bronze? Haben wir alles geschafft? Wenn langsam, wa? Die Bußgelder würden uns ruinieren. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt? Jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Sehr gute Idee. Warum wir jetzt was Bronze haben, verstehe ich nicht ganz. Also, baue die Einrichtung Tierpflegerhütte. Einrichtungen. Sende zur Tierpflegerhütte klein. Ist nicht eigentlich egal, welche. Du musst die Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Riechen die? Y. Aha, geht da? Weg verbinden. Das ist von hinten. War dann so. Aber Frage ist, wohin damit? Grün werden oder kann ich das überall bauen? Außerhalb des Platzierungsbereiches. Wo willst du denn hin? Ach da, jetzt seht ihr, Leute, das habe ich gar nicht gesehen. Wir nehmen die rote, ne? Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person.
Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Okay. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Ausgezeichnet! Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Das ist jetzt alles... Nee, da sind noch mehr Transformatoren. Okay, okay, okay. Ich dachte schon. Gut. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Okay, Leute, also ihr merkt und selber. Achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja, machen wir. So, Leute, wie gesagt, ihr seht selber, das ist doch ein sehr langwieriges Spiel. Ich habe mich auch mit Reden jetzt etwas zurückgehalten in dem Tutorial. Wir werden das in der nächsten Folge weitermachen. Wir haben ja schon einiges geschafft. Sieht erstmal sehr süß aus und sehr, sehr nice von der Optik her, ne? Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da und sagt mir, ob ihr das gerne weiterverfolgen wollt oder ob ihr sagt, das ist Quatsch. Damit ich weiß, ob ich hier weitermachen soll. Ansonsten sage ich einfach nur Dankeschön für alles und wünsche euch einen schönen Abend und bis in der nächsten Folge dann. Euer Atze Grünkohl.